Hallo liebe Zuschauer, begrüße euch mal wieder auf dem Game Boy. Haben wir ja schon Ewigkeiten nichts mehr zugespielt. Heute mit Felix the Cat, eine Zeichentrickfigur aus, ja, erfunden Anfang der 20er Jahre in den USA und glaube ich auch dort eher bekannter als bei uns. Aber das Spiel hier selbst ist auch bei uns erschienen und natürlich in den USA. Ja, es spielt sich sehr, sehr gut. Richtig, richtig gutes Jump'n'Run ist es hier. Und wenn ihr es seht, dann schlagt zu. Allerdings fangen die Preise für Cartridge-Only so bei um die 30 Euro an und Complete in Box ist unaussprechlich teuer. Man könnte zwar sagen, das Spiel ist das Geld wert, weil es hört sich gut an, es sieht gut aus und es spielt sich wirklich richtig, richtig smooth. Das ist der große Vorteil des Spiels. Aber natürlich 30 Euro nur für eine Cartridge. Naja gut, wer das Spiel unbedingt in seiner Sammlung haben möchte, ich kann es jetzt schon am Anfang des Videos empfehlen. Wow. Aber naja, für die Preise wisst ihr ja mittlerweile. Ich meine, der Retro-Bereich ist ja alles, was mittlerweile irgendwie nach Retro aussieht, wo irgendwie eine bekannte Firma draufklebt oder ein bekannter Name wie Mario oder sonst irgendwas. Das ist clever, in den Gegner reinzuspringen. Ja, zahlt man sich dumm und dämlich. Und das auch bei Felix the Cat, was vermutlich auch daran liegt, dass Felix the Cat wohl in Amerika recht bekannt ist. Dass dann dementsprechend auch die Cartridge-Preise bei uns recht hoch sind. Wie gesagt, um die 30 Euro muss man schon damit rechnen. Wenn ihr das für billiger seht, irgendwo, was ich auf dem Flohmarkt für einen 5er, mitnehmen, einpacken, auf jeden Fall. Und dann macht ihr nicht das, was ich jetzt gemacht habe, einfach auf die Gegner draufspringen, um zu sterben. Ist doof. Glaubt natürlich jetzt kein Mensch, wenn ich sage, in der Probeaufnahme bin ich hier praktisch durchgesemmelt wie die Katze durch eine Dose Thunfisch oder so. Merkwürdiger Vergleich. Oh, jetzt ist er ein Zauberer, der gute Felix. Ja gut. Felix the Magican. Sozusagen. Kannst du den Baum auch wegzaubern? Ja, kannst du. Was sehr beeindruckend ist tatsächlich die Steuerung. Geil, was ist denn jetzt hier? Auto? Das Buchstaben verschießt. Okay. Habe ich auch noch nicht gehabt, das Auto. Ja, aber ich nehme es, warum nicht? So, allzu lang ist der Level, glaube ich, nicht mehr. Ja, noch kurz über die Bäume hier rüber. Ja, kommt. Ja, Panzer. Felix the Panzer, der Tank Driver. Panzer Driver, Geil, was kommt denn da noch alles? Warum lachst du so? Kann ich dich von unten irgendwie anstupsen? Nein. Der Panzer ist ein bisschen schwerfällig, möchte ich mal sagen. Nicht, dass mich das jetzt überraschen würde für einen Panzer, aber... Da steuert sich Felix doch selbst ein bisschen flotter. Schnell die Milch einsammeln. Katzen brauchen Milch. Uah, Hilfe. Uah, nicht draufspringen. Draufspringen ist, glaube ich, nicht gut. Puh, das war Level 1. Halte ich jetzt meinen Panzer? Das finde ich gut. Vielleicht kann man den ja noch ein bisschen aufpimpen. Pimp my Tank sozusagen. Hä? Ach, ein Fisch ist das. Ja, klar. Ein Fisch, der durch die Luft schwebt. Macht Sinn. Das macht weniger Sinn, daneben zu springen. Warum mache ich sowas immer? Dann muss ich wieder von ganz vorne anfangen, sprich ohne Panzer, nur mit Boxhandschuh. Ich habe keine Ahnung, ob Felix in Wirklichkeit in der Zeichentrickserie auch ein Boxer war. Ich kann mich auch gar nicht daran erinnern, Felix the Cat irgendwann mal gesehen zu haben im Fernsehen. Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, ob ihr den kennt. Der tatsächlich lief bei uns. Bonuswelt. Ich nehme sie. Das wusste ich nicht, dass man da einfach nur nach unten drücken muss. Jetzt erwähnen sie wieder meine coole Karre. Der Baum kann ein bisschen mehr aushalten. 2 oder 3 Schüsse waren das jetzt, die der einstecken kann. Ach, dann lassen wir den Vogel doch in Ruhe. Oh, was ist das? Ah, Hilfe. Baum. Ist immer die Frage, was dabei rumkommt, wenn man sich so zu diesem komischen Knubbel entwickelt. Wenn man einen richtigen Moment drückt, dann bleibt man halt Panzer. Ja, komm her. Ja, vom Schwierigkeitsgrad her würde ich sagen, bisher noch recht angenehm. Machbar. Selbst für mich. Uah! Vogel! Vogel besiegt Panzer. Nein, doch nicht. Oh, Bossfight. Was ist denn das für ein Viech? Sag mal. Was war denn das für ein Viech? Sag mal. Egal, ich nehme die Punkte. Dankeschön. Also gibt es sogar Bosscamp 4. Da lacht er sich kaputt, der Felix. Oh, was haben wir denn jetzt? Okay. Ah, so ein Level, in dem wir fliegen können. Uah. Ja, sicher, mit einem Heißluftballon, der aussieht wie eine Katze. Klar. Wir können auch zwischenlanden, das ist gut. Uah, nicht zu tief, Felix. Das ist cool. Und auf unterschiedliche Levels hier haben, die unterschiedlich spielen. Hui, können sogar zurückfahren. Ja, komm hier, das hätte ich gerne. Aber nicht treffen lassen von der Kanone, das kommt dann sicherlich nicht so gut. Ja, Flugzeug, sicher. Felix hat alles. Er ist Ballonfahrer, ist Flugzeug, Pilot, Panzerfahrer. Mich, nein, Milch weg. Ja, und können wir hier wieder raus? Yep. Nein. Oh, er kann sogar schießen. Also ist er sogar nicht nur Pilot, er ist Kampfpilot, sozusagen. Das Ding macht, glaube ich, gar nichts. Ja, cooles Spiel auf jeden Fall. Wie gesagt, wenn ihr das seht, schlag zu für einen vernünftigen Preis. Ich kann auch verstehen, wenn Sammler dafür 30 Euro ausgeben, gar keine Frage. Aber das muss ja nicht unbedingt sein. Obwohl Schnäppchen heutzutage, ich habe schon ewig kein Schnäppchen mehr gemacht. Die Zeiten sind vorbei. Auf eBay sowieso nicht. Das ist sehr, 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 sehr selten geworden. Ja gut, Felix the Cat auf dem Game Boy. Wie gesagt, ein richtig gutes Spiel, macht Spaß. Und wenn ihr es seht, auf dem Trödelmarkt irgendwo für eine kleine Mark, für einen kleinen Euro, während ich jetzt hier im Ägypten-Level bin, dann schlagt doch einfach zu und kauft euch das. Und ich muss in Zukunft mal wieder ein bisschen mehr Game Boy machen, glaube ich. Ich bedanke mich fürs Zusehen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Bye, bye.